Hier war ich natürlich auch gar nicht. Wenn sie jetzt hier hinkommt, ne, dann bin ich gefickt. Es sieht aber nicht so aus. Ich habe mich natürlich genau in der anderen Ecke versteckt. Jetzt kommst du wahrscheinlich genau hier in die Ecke, ne? Ich hätte genau in der Zeit da reinschleichen müssen. Oder sie geht jetzt einfach wieder. Das wäre natürlich das Beste. Und sie... geht einfach wieder. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Oh, ist sie beleidigt? Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Was mach ich denn jetzt? Ich muss dir ja hinterher gehen. So, da ist so eine Farbpistole. Ja, hier vorne ist Farbe dran. Man drückt da hinten drauf, da kommt Farbe raus. Was mache ich denn jetzt? Ah. Warte. Das soll eine Spinne ergeben. Oder was? Hä? Mal schauen. Soll eine Spinne ergeben? Seid ihr euch da wirklich sicher? Ah, warte. Ich hatte jetzt zwei. Warte. So. So. Warte. Warte. Boah, ist das schwer mit der Maus. Ich hab gar nicht... So. Boah, voll gut. Voll gut. Was ist hier? Ich muss jetzt natürlich durch, ne? Was ist da links? Wieso ist hier offen? Ich weiß nicht, was da war. Ich kann nicht hinter mich sehen. Da ist schon wieder irgendwas offen. Ah, ich bin nicht reingekommen. Davon bin ich reingekommen. Ich muss ja eigentlich noch... Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du, du! Alles, was du tust, bewegt dich nicht! Ah, da bist du. Ja, okay. Ich hab's nicht gesehen, sorry. Ja, dich hab ich nicht gesehen. Ich dachte, du kommst von da hinten. Ach komm. Von da kommst du. Da kann ich mich doch eigentlich hinter verstecken, oder? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Was für eine Gabe, Alter? Laber nicht so einen Müll! Wir lieben dich! Die hat mich doch 100% gesehen. Soll ich denn annehmen? Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf. Doch, ich pass gerade auf. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen? Wer ist Evi? Wieso hast du so Probleme? Ich bin es leid,
deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Kommt jetzt nochmal? Nee, ne? Oh doch. Hier bin ich nämlich auch schon gerade hergekommen. LOL. Sieht wie ein Teil von etwas aus. Was ist das denn? Wer ist das? Das war so klar. Wo denkst du, dass du hingehst? Da hatte ich jetzt nicht so Angst vor. Wenn sie jetzt hinter mir steht, na, dann schreie ich ein kleines Mädchen. Was haben sie dir angetan, Mia? Ich weiß es nicht. Das ist aber noch eine Tür. Aha. Hier ist die kaputte Treppe. Pistolenmunition. Ah, hier ist wieder ein Dietrich oder so. Vonnöten. Okay. Gucken wir mal weiter. Ja, das ist die kaputte Treppe. Flüssige Chemikalie in einem Beutel. Ein Badezimmer. Badezimmer hieß bislang nie was Gutes. Aber wirklich nie. Weil ab dem Badezimmer kamen nämlich die komischen Geräusche. Mach die Tür bitte wieder zu. Dankeschön. Es ist schwarzes Wasser. Bah. Holzstatue. Ah. Was ist das? Ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Pistolenmunition. Ich krieg momentan ziemlich viel Pistolenmunition. Das gefällt mir gar nicht. Ich wurde ja vor dem Kampf mit Mia auch vollgepumpt mit Pistolenmunition. Antike Münze. Ja, ist genau der gleiche Kranich oder so wieder drauf. Das muss ich natürlich bewegen. Das war's. Bah. So. Eben Revue passieren lassen, ja? Wir haben die linke obere Tür geschafft. Die rechte Obertür, da kam gerade die Frau, glaube ich, raus. Das heißt, wir können jetzt in die rechte Obertür, glaube ich, rein. Oder die Frau kommt uns jetzt entgegen. Der Mann, der sollte tot sein. Mir sollte ja eigentlich auch tot sein, aber wer weiß schon. Und den einen Jungen gibt es noch ohne Arm. Ah, der wurde ja... Ich wusste es. Höllische Sachen nicht. Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist... Hör auf zu reden. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Aua. Was wolltest du sagen, hä?
Was? Bist du tot? Er atmet noch. Schön atmen. Er ist angeblich tot. Shit, Alter. Die können... Was ist das denn? Die können sich wiederbeleben. Die können sich... Nicht nur wiederbeleben, die können sich auch... regenerieren. Das heißt... Mia lebt auf jeden Fall auch noch. Auf jeden Fall. Die ist ja beim Dachboden angeblich gestorben. Der Junge... Dem geht's auch wieder gut. Ja, weil sein Arm müsste ja mittlerweile auch wieder verheilt sein. Ich möchte aber gerne mal kombinieren zu Pistolenmunition, ja. Da haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz und hier ist es gerade ziemlich dunkel. Wir können jetzt eigentlich runter, mal eben... die Scheiße da unten befestigen. Wir können erstmal den Hundekopf da dran machen. Ich möchte eigentlich auch nochmal speichern. Blauer Hundekopf. Ein bronzenes Relief in Form eines Hundekopfes. Zweiter. Fehlt nur noch einer. Und ich will die Schrotflinte. Genau. Ja. Ich möchte jetzt aber gerne erstmal speichern. Uns geht's momentan noch relativ gut. Okay. Haben wir schon gelesen? Lass uns mal eben speichern, okay. Wieso können die das ja jetzt eigentlich nicht mal ausleuchten? Ja, hier passiert doch eh nichts mehr. Wenn hier im Safe Room einfach mal was passieren würde, ne? Ich werde so ausrasten. Ausrasten. So. So, dann befestigen wir mal eben dieses Gerät da an dieser Statue. Wieso? Wieso? Dieser verdammte Typ, Alter. Alter, Vater. Ich kann den nicht besiegen. Ich kann den nicht besiegen. Ich kann nur vor ihm abhauen. Und das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Oh. Oh, geh weg. Tu zumindest so, als wärst du tot. Komm. Wir besiegen ihn immer wieder, aber steht immer wieder auf. Nein, nein, nein! Jetzt setzt es aber mal! Oh, oh. Ich muss weg. Nein! Oh. Meine Güte, Alter. Nein. Ah. Ich muss nachladen. Warte. Der ist schon wieder tot. Wir müssen schnell machen.